Ich bin Mercy Dokazutieno. Ich komme aus Kenia, bin seit 15 Jahren, 14 Jahre jetzt in Europa. Geboren wurde ich in Nairobi und bin Schauspielerin am Schauspielhaus Bochum. Also es gibt schon sehr viele unterschiedliche Themen, die mich bewegen, die wichtig sind, akut oder gerade aktuell ist für mich Black Lives Matter. Diskriminierung ist mir schon, ich will sagen, positive Diskriminierung oder positive Rassismus, indem dass man dich auch als Aushängeschild nutzt und sagt, ja, wir haben etwas Besonderes und wir arbeiten damit und ich habe ja natürlich auch selber die Situation genutzt. Also ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Und danach merkst du, ja, aber hat das jetzt nur mit meiner Hautfarbe zu tun, dass man sozusagen repräsentativ da steht oder wirklich auch mit meinem Können und das, was ich tun? Und das sind die Fragen, die ich mich dann natürlich sehr damit auseinandersetze. Wie selber einen Traum zu haben, das zu sagen, ich möchte etwas erreichen, ich habe einen Traum und ich verfolge diesen Traum. Und ich habe bemerkt, dass während meines Wegs bin ich so viele Menschen begegnet, die Teil an diesem Traum teilgenommen haben. Ich traf viele unterschiedliche Menschen, die mir quasi dabei geholfen haben, der zu sein, wer ich heute bin. Und ich habe bemerkt, dass dieser Weg kann man nicht alleine gehen. Daher, wo du kommst, du bringst so viel mit und diese Gesellschaft hier braucht das. Weil wenn man sozusagen versucht, sich selber zu leugnen und sozusagen eine Anpassungsfähigkeit in der Gesellschaft zu bringen, dass man sich vergisst, dann ist das auch nicht so nütze. Ich hatte sehr oft gesagt bekommen, Mercy, ja, Schauspielerei, das schaffst du nicht. Weißt du, das schaffst du nicht. Ich glaube nicht, dass du, wenn du jetzt vorsprechen gehst, dass du einen Vorsprech überhaupt schafft's. Ich glaube nicht. Die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Und ich liebe es, wenn man sagt, dass du etwas nicht kann. Das ist der Schlüssel. Weil dann willst du dir selber beweisen und der Person, ja klar, kann ich wohl. Nein, ich habe keinen Plan. Also ich kam und für mich war es ein Jahr zu bleiben. Und diese ein Jahr, wenn ich fertig bin, gehe ich zurück, weil ich eigentlich ursprünglich Mass Communication oder Journalismus studieren wollte. So, ich wurde von meinem Zuhause nicht weggescheucht, dass ich weggehen sollte. Es war nur ein Jahr Erfahrung, aber aus einem Jahr sind es 14 geworden. Also das ist eine lange Zeit. Also ich war ja Au-pair in Deutschland vor einem Jahr und dann bin ich zu meiner Familie in Kapfenstein gekommen. Und diese Familie, die hat mich so aufgenommen. Es ist da so viel Liebe. Die haben mir so viel Liebe gegeben, was ich damals in Deutschland nicht hatte, weil ich war wirklich traumatisiert, beziehungsweise ich hatte wahnsinnig schlechte Erlebnisse innerhalb ein Jahr und bräuchte Geborgenheit. Und meine Gastmama gab mir das, diese Geborgenheit. Und das war so der Grund, wo ich dachte, nee, wenn ich jetzt so eine gute Familie hier gefunden habe, warum nach zwei Jahren sollte ich jetzt wieder nach Kenia gehen und null anfangen? Jetzt bin ich so ein bisschen ein Stückchen weitergekommen. Ich glaube, der ursprüngliche Grund war, ich wollte nicht nach Hause gehen, ohne irgendwas geschafft zu haben. Einfach von meinen Eltern zu stehen und zu sagen, ja, ihr habt mich nach Europa gebracht und zwar es war Halligalli, war super, ich bin ja da und ich habe eigentlich nichts an der Hand. Und da hätte ich mich geschämt. Das war so ein Motor, das eine, das andere. Ich komme nicht aus einer Familie, die reich ist, zu sagen, ist Mittelklasse und ich musste meine Eltern, auch meine Geschwister sehr viel unterstützen. Und das war so, und ich bin die älteste Kind. Das heißt, du bist im Sinne Vorbild. Du kannst dich verkacken als erstes Kind. Das ist wichtig. Und ich habe dann diese Energie quasi daraus genommen, weil man immer gesagt hat, Mercy, du wirst das nicht schaffen. Aber es war so, nach Graz zu kommen
Und zu sagen, als jetzt Studentin, 2010 glaube ich, gab es ein wahnsinnig großes Projekt, die wir damals in der Obersteiermark gemacht haben. Und es ging um Künstler in einen neuen Platz zu gehen, Leute animieren und Projekte zu machen. Und ich merkte, wow, ich blühe auf. Ich habe so viel anzubieten in Österreich. Ich habe so viel zu geben. Und ich dachte, daraus kann ich ja was machen, kann was teilen, was nicht hier gibt. Und dann daraus entsteht ein Austausch. Und so bin ich sozusagen punktuell von eins ins nächste gewachsen und immer weiter Menschen kennengelernt, Netzwerke. Ich war in allen Festen, ich war überall. Aber es ist eine Arbeit, die man braucht, um weiterzukommen. Also mein größter Vorbild ist meine Großmutter. Ich weiß, manche sagen Beyoncé oder so. Ich sage meine Großmutter, weil die ist eine sehr starke Frau. Die ist eine Frau, die wirklich gesessen ist. Und die war so ein, die, für mich könnte sie alles, weil sie einfach eine Power hatte und so eine Kraft, Lebenskraft, dass ich sozusagen das mitschauen durfte und dachte so, boah, eines Tages will ich auch meinen Weg machen, aber mit so einer Power. Weil für sie war Aufrichtigkeit wichtig, Ehrlichkeit wichtig. Es war sozusagen, dass man Disziplin hat. Das war so wichtig für sie. Viele, viele Dinge, die sie mir damals am Land mitgegeben hat, waren Dinge, die ich dann sozusagen später für mein Leben gebraucht habe. Und das andere oder das Größte, was ich von ihr habe, ist Glaube. Sprache. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Sprache, Sprache, Sprache. Ich hatte selber einen Anspruch, weil ich sage, ich rede gern, aber dann möchte ich mitreden, möchte ich mitdiskutieren. Und wenn ich so eine gewisse Haltung zur Sprache habe, ist für mich die Schlüssel für alles. Weil diese sozialen Kontakte kannst du nicht knüpfen, wenn du nicht sprechen kannst. Und für mich war die Sprache so wichtig, dass ich gesagt habe, ja, die Sprache wird mich in Ebenen bringen, wo ich nie so ohne die Sprache kommen würde. Veranstaltungen besuchen, die man nie hingehen würde, weil durch diese Interesse, dann sieht man sich. Ja, es sind so viele, es sind wirklich viele. Ich habe ganz am Anfang, hatte ich einen Lehrer, bevor ich überhaupt mit Schauspiel oder irgendwas angefangen habe. Und der hat immer gesagt, Mercy, she used to say, Mercy, you're gonna make it. You just have to just learn. Just be patient with yourself, it's gonna work out. Und da einfach jemand zu haben, dass wenn ich sozusagen das Gefühl hatte, es wird nichts, weil es war ja auch nicht so, dass ich sagte, ich habe Deutsch gehasst. So ist das nicht. Ich sagte, mein Vater, du verschwendest dein Geld, vor diesen Deutschkurs, weil ich hasse die Sprache. Aber als ich dann nach Europa gekommen bin, merkte ich, ich muss meine Einstellung ändern. Ich kann die Sprache nicht hassen und es lernen. Das funktioniert nicht. So, ich muss erstmal meine Einstellung quasi ändern auf eine positive Art und Weise. Dann sagt der Lehrer, hat er mir dann gesagt, du schaffst das, du musst nur fokussiert bleiben und lernen. Und jemand nimmt mich als eine Casterin, und sagt, ich würde gecastet vor einer Rolle. Und man sagt, ja, zwar sie spricht kein Deutsch, aber weißt du was? Du kannst irgendwas auf die Bühne machen und das hat eine Wirkung. Wir nehmen sie einfach. Und das waren die Schlüssel. Dann mache ich Regionale 2010 und da traf ich dich, die Edith Raxel. Und man hat dann irgendwie so gearbeitet und ich merke so, es waren viele Leute. Ich natürlich schreibe das Drehbuch meines Lebens und ich bin auch der Hauptdarsteller, aber es gibt ganz viele Schauspieler, die mitspielen. Und es ist sozusagen, dass ich entscheide, welche Sequenz setze ich wen ein. Und wenn das so passiert, dann schreibe ich diese Geschichte weiter und viele wollen Teil dieser Geschichte sein. Und das könnte ich jemand da draußen sagen, write your own story. You're gonna find people gonna play in it. Und es funktioniert dann.